Jo, meine lieben Bros, heute geht's wieder ab mit einer neuen Folge von Jack and Dexter. Es tut mir leid, ihr kennt es vielleicht schon, wenn ihr das auch verfolgt habt. Wir sind woanders als eigentlich geplant, ja? Aus dem Grund, ein Freund von mir hat sich genau in dieser Sekunde in meinen Account eingeloggt, wo ich ein Video gemacht habe, und so hat es 20 Minuten leider gelöscht. Also, ja, ist nicht so schlimm, sag ich mal dazu. Hab jetzt auch nichts verpasst, großartig. Das Einzige, was ich verpasst habe, wie ich zwei Seile durchgeschnitten habe. Ich weiß bloß gerade nicht mehr, in welche Richtung es genau geht. Auf jeden Fall war ich hier schon fertig. Dann mal ganz kurz wieder in die richtige Richtung. So, jetzt dürfte wieder in der richtigen Richtung sein. So, also hier war das letzte Teil. Und jetzt müssen wir dahinter zu diesem einen Teil. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie ich da hinkomme. Deswegen muss ich ein bisschen suchen, Leute. Ich glaube, das war in die Richtung. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich die Richtung war. So, Leute, ich habe den Ausgang wieder gefunden. Wie lang? Da waren wir auch schon. Auf jeden Fall den Ausgang, den haben wir hier gefunden. Ganz entspannt. Auf uns Kreis, okay. So, jetzt müssen wir noch ein Rennen hier abschließen, wenn es mich recht täuscht. Dann müssen wir noch da hoch zu diesem Feuergolem gehen. Was dorthin. Aber zuerst will ich noch schnell das Rennen machen. Weil ja, ich mag ja eben Rollen, Leute. Oh, wie stehen die Wetten, dass ich mich nicht in die belagerte Stadt traue? So, wir sind hier. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, wo diese Rennbahn ist. Ich habe sie gefunden. Einfach drauf fahren oder wie? Scheint so. Ah, blaues Eco gibt uns Speed. Das ist praktisch. Zwar wäre es cooler, wenn wir wissen, wo wir langfahren müssen, aber ich glaube, so nett ist das Spiel nicht. Könnt ein paar Anläufe gebrauchen. Okay, dafür, dass es das erste Mal war, war es ja gar nicht so kacke. Total scheiße. Okay, probieren wir es gleich nochmal. Diesmal mit etwas mehr Intelligenz. Das suchen wir diesmal nicht. Das schaffen wir. Wow, wir haben die Rekordzeit geschlagen. Scharf, Leute. So, Abmarsch jetzt wieder zu diesen einen Typen.
Das war ja mal besser als erwartet. Ich glaube, ich fahre in die falsche Richtung gerade. Okay, wisst ihr jetzt, ich halt stopp. Ich glaube, ich weiß doch, wo es rausgeht. Hier hinten durch. Dann hier, dann da runter. Jupp. Ausweg wieder gefunden. Na, wo ist er denn jetzt? Da hinten. Hinter dem Feuer hat er sich versteckt. Ha, toll gelaufen, Jungchen. Ich wusste, dass du es schaffst. Wir werden es weit bringen. Hier ist deine Energiezelle. Und ich werde mir jetzt mein Geld holen. Wäre es eigentlich vielleicht mal mit der Hose? Hm? Nein? Immer noch nicht? Na, okay. Jetzt kommt mal das Wichtige da hinten. Also die Hauptstory so gesehen und keine Nebenmission mehr. Gibt es eigentlich in solchen Spielen eine Nebenmission? So, muss ich jetzt wirklich zu einer Ortstelle hochkommen? Faule Sau. Toll! Die Energiezellen für die Maschine! Das sollte ausreichen, um den Felsblock zu heben. Na also, aber passt auf, wenn ihr auf das Lurker-Monster dort oben trefft. Moment! Ich bleib hier und beschütze Kira! Jack, du wirst bestimmt auch ohne mich mit dem Monster fertig. Oh, wie heldenhaft. Ja, du kommst, Schmitz. Da gibt's kein Wenn und Aber. Du wirst mir helfen, dieses komische Unschätz, was macht der eigentlich? Weil helfen tut er mir nicht gerade. Er sitzt eigentlich bloß auf meiner Schulter und macht nix. Also, rhetorisch hilft er mir ja nicht. Im zweiten Teil schlägt er wenigstens wortwörtlich mit zu. Oh, was ist das Teil nicht so schlecht? Mein erster Bossfight. Und ich weiß jetzt schon, wie der anfangen wird. Ach du Scheiße. Okay, ich spüre. Was ist los? Ah, Scheiße. Darauf war ich jetzt nicht so gefasst. Das ist ja zweimal dorthin schlecht. Haha, wie soll ich jetzt dahinter kommen? Wollen die mich jetzt verarschen oder so? Ja. What? Ich kaufe nicht über Lava. So Information. Leute, gerade gibt es ein paar kleine Problemchen. Ah. Auf jetzt auf jeden Fall, wie es läuft, aber so ein bisschen Leben könnten wir sie mir auch toppen, weil das wird gleich tot sein von mir. Das ist nämlich echt ein asozialer Gegner.
vielleicht habe ich wirklich bloß dreimal. Das ist ganz wieder vorbei. So, ein letztes Mal. Wir haben wie viel Leben? Eins. Okay, wenn wir es schaffen, dann... Einmal Respekt, bitte. Nope, bist tot. Das... Ja, besser du als ich. Ich glaube, ich weiß jetzt, was der Fehler ist, weil ich ja immer diesen Dreher mache. Der frisst Zeit, dieser Dreher. Wahrscheinlich deswegen habe ich nicht Zeit zum Ausweichen. Probieren es mal ohne Drehen. Okay Leute, da wir jetzt halt einmal gesehen haben, wie es funktioniert, probieren wir das jetzt mal aus. Vielleicht schaffen wir es ja hier mal. So schnell aufs zweite Mal. So, nehmen. Und rüber. Boah, sie ist fast in die Hose. Einmal müssen wir das Ganze schaffen. Unerwartet. Muss ich nochmal rückwärts laufen oder war es jetzt? Hab's geschafft, okay. Huh. Nach 100 Minuten etwa geschafft. Tolle Arbeit! Den Bewohnern von Felsdorf ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Aber es bleibt leider keine Zeit zum Feiern. Fliegt mit dem Summa den Gebirgspass hinauf. Aber seid vorsichtig, die Löcker haben den ganzen Pass vermint. Wenn ihr den Vulkankrater erreicht, müsst ihr unbedingt im Labor des Roten Weisen das Teleporttor aktivieren, damit Vater und ich zu euch stoßen können. WTF. Oh je, diese Löcker sind auf dem Weg zu einer Sprengkapsel am Ende des Canyons. Wenn sie die vor euch erreichen, sprengen sie den ganzen Pass in die Luft. Ihr müsst vor ihnen dort sein und die Sprengkapsel zerstören, oder alles ist aus. Okay, das wird jetzt halt nicht so leicht, wie ich am Anfang gedacht hätte.
erstmal wichtiger, die ganzen Teile einzusammeln. Okay Leute, wir haben alles eingesammelt, was wir brauchen. Und jetzt können wir uns voll und ganz auf dieses Rennen hier konzentrieren. Wir müssen nicht die ganze Umwege fahren, weil wir irgendwas haben wollen. Zack. Okay, das geht ins Querschnitt in die Hose, Leute. Der Sprung. Ah, das war jetzt geil. Der Sprung war jetzt richtig geil, das muss ich schon mal sagen. Vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht an manchen Kurven. Hat er hier am meisten. Boah, das war jetzt knapp. Kein Problem, kriegen wir auch noch hin. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so eine alte Oma, wo versucht irgendwie Vollgas zu geben und das nicht hinbekommt. Weil die ganze Zeit irgendwas ausweichen muss. Ja, das ist ein sehr komischer Vergleich. Nope. Schön ist es mit Hupfen. Es ist zwar nicht immer das Beste, man verliert doch verdammt viel Geschwindigkeit. Aber geschafft! Wir haben sie davon. Gut gemacht! Ihr wart vor ihnen bei der Sprengkapsel. Das Labor des Roten Weisen liegt gleich da vorne. Schaltet das Teleporttor ein, damit wir zu euch kommen können. Puh, das hat jetzt länger gedauert, als ich gedacht habe. Konnte ich jetzt mal da hoch? Danke. Hat der Stein sich da gerade bewegt? Okay, Leute, ich werde langsam paranoid. Wir sind auf jeden Fall in einem neuen Gebiet. Hallo, danke. Was ist denn hier oben irgendwas oder wie? Das hört sich an, als wäre hier irgendwo was. Okay, bin ich langsam wirklich nur paranoid? Zack, hier noch. Boah, Alter, die Hütte schaut echt geil aus. Hier ist ja auch alles so verwüstet. Oh! Ich frag mich jedes Mal, ob ich noch in einem Stück aus diesen Dingern rauskomme. Irgendwann nicht mehr. Heilige Jakau! Das Labor des Roten Weisen sieht ja noch schlimmer aus als das des Blauen. Tja, sieht so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Ich würde es nicht gerade einen Kampf nennen, oder Schwesterherz? Gewiss nicht. Der Rote Weise hat so schnell aufgegeben. Hat keinen Spaß gemacht. Goal! Bist du das? Bist jetzt wohl völlig übergeschnappt, was? Und Maya, hab ich dir nicht gesagt, das dunkle Echo würde euch beide verändern? Ach, nie glaubt jemand dem alten Samos. Was habt ihr beiden mit dem Blauen und dem Roten Weißen gemacht? Mach dir keine Sorgen um deine bunten Freunde, du alter Narr. Sie sind völlig sicher in unserer Zitadelle, unsere Ehrengäste. Sie sind so liebenswürdig, uns zu helfen bei einem kleinen Projekt. Du hattest Unrecht, Samos. Man kann das dunkle Echo kontrollieren. Wir haben seine Geheimnisse gelüftet und können nun die Welt nach unseren Wünschen neu gestalten. Du kannst das dunkle Echo nicht einfach so kontrollieren. Sogar die Precursor. Bis jetzt mussten wir uns mit dem bisschen Echo zufrieden geben, das wir an der Erdoberfläche finden konnten. Aber bald haben wir Zugang zu den riesigen Lagern von dunklem Echo tief unter der Erde. Nicht die Silos. Doch, die Eco-Stationen. Wir werden sie öffnen und das dunkle Eco der ganzen Welt wird uns gehören. Aber das ist unmöglich. Nur ein Precursor-Roboter. Ach, reg dich nicht so auf, Samos. Mit dir haben wir noch große Pläne. Moment mal! Das war Goal? Derselbe Goal, der mich zurückverwandeln soll?
Ghoul ist der Kerl, der uns töten will? Ich bin erledigt. Wir sind vielleicht alle erledigt. Wenn sie die Silos öffnen, wird das dunkle Echo alles verderben und zerstören, was damit in Berührung kommt. Wir müssen einfach ihre Zitadelle erreichen, um sie aufzuhalten. Der schnellste Weg dorthin führt durch das Lavarohr am Grund dieses Kraters. Mit ein paar weiteren Energiezellen müsst ihr euch das Hitzeschild des Zoomers sicher über die Lava bringen. In Ordnung, mein Junge. Tu, was du kannst. Nimm die Flohquaste mit und sammle noch mehr Energiezellen. Okay, Leute, das war's. Die Kräfte des dunklen Echos lassen sich nicht kontrollieren. Das war's auf jeden Fall für diese. Jetzt ist kurz sehr fix, haltet mal euer Mund. Hier. Gehen wir mal ganz weg von denen. Gehen die mir aufs Ei. So, Leute, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Yo, meine lieben Bros. Ciao.